Hallo da draußen, ich bin's wieder, der Frank, für euch da und jetzt geht's weiter mit dem Let's Play. Der FC St. Gallen, ja, nicht gut momentan, die letzten vier Spiele verloren, aber ich sage euch eins, ich habe eine neue Strategie und ich glaube, die schlägt vielleicht ein wie der Blitz. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was so passiert. Ich würde sagen, ich gehe einfach gleich mal rein. Präsidium ist 96, die werden wir aber gleich wieder auf 100 kriegen, genauso wie die Mitarbeiter, die Spieler vielleicht. Da müsste ich mir mal überlegen, was ich dort am besten tun kann. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Und ich glaube, dass das, was ich vorhabe, vielleicht gut funktionieren könnte. Aber wir werden es sehen. Wir haben noch 3 Millionen Franken. Und mit den 3 Millionen Franken kann man das sicherlich gut hantieren. Und wisst ihr, was ich vorhabe? Ich sag's euch. Ich habe vor, Folgendes zu tun. Ich werde auf eine 4-1-3-2 oder auf eine, wo ist es? 4-1-2-3 zu wechseln. 4-1-2-3 wäre, glaube ich, das bessere System mit, ja, genau das, was ihr hier seht. Und ich glaube, das könnte funktionieren und ich habe auch noch eine andere Idee. Dazu komme ich dann aber gleich. Wir spielen jetzt dann gegen eine vermeintlich schwächere Mannschaft, den FC Stade Lausanne-Anchi. Und ich glaube, es könnte funktionieren, dass wir, was ich vorhabe, schon in diesem Spiel dürften wir 3-4-5-0 gewinnen. Hoffe ich mal. Wir werden sehen, was passiert. Die Ecken, ich lasse die jetzt einfach mal wieder hier die Ecken über den Strafraum. Das kennt ihr ja von mir schon. Eckenrückraum wird es auch nicht geben. Hier auch wieder Eckenstrafraum. Eckenkurz wird auch Eckenstrafraum sein. Dann die Freistöße lasse ich mal drin. Finde ich nämlich gut. Hier haben wir Eckenstrafraum, Elfmeter, Freistöße, Ecke, Strafraum. Denke mal, das kommt gut. Wir könnten aber hier statt einmal Ecke, Strafraum einfach mal das Ding rausnehmen. Dann haben die Leute ein bisschen mehr Erholung. Pressing wird dann das nächste Mal passieren. Eins nach dem anderen. So, der Leo Schönemann, der hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Und ich würde sagen, ja, mit einem Fleiß von 4 geben wir ihm 34.000. Ja, das akzeptieren wir mal so. Dann ist er zumindest happy. Vielleicht wird er auch ein bisschen mehr tun für uns. Aber das werden wir dann alles gleich sehen. Ich glaube ja, dass das, was ich vorhabe, funktioniert. Ich glaube es einfach mal. Wir werden es aber sehen. Weil es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, dass ich die Spieler mehr einbinde. Der Hong Yong-un ist im Fokus von Gymnasia IS Grima La Plata. Das klingt wie so eine Gymnasiums-Amateurmannschaft. Naja, zum Start in den Tag werden sie direkt von einigen Mitarbeitern angesprochen und müssen blitzschnell ohne lange Bedenkzeit einige Entscheidungen treffen, damit der Laden weiterlaufen kann. Sind wir bereit? Uff, ich denke mal schon. So, wollte ich ja. Einer ihrer Mitarbeiter. Klar, warum nicht? Können wir auch machen. HR, Aquariumkosten, Mitarbeiter installieren. Ja, komm, wir machen einfach mal alles, um die Mitarbeiter ein bisschen fröhlicher zu stimmen. Firmenveranstaltungen ihres Sponsors Post Finance mitmachen. Machen wir auch mit. Und dann war es das. Einfach mal überall Ja gesagt und dann kann das Ganze auch gut starten. Bisschen Geld ausgegeben. Soll man ja auch mal tun, damit alles reibungslos vonstatten geht. Ich bin schon gespannt auf das Spiel gegen den FC Stade Lausanne-Anchi. Vorher ist der Ben Steiner noch auf Bronze 2 gestiegen. 2-2. Junger Mann, mit was für einem Bart? Habt ihr den gesehen? Oh, schön. So. Start de Dings. So, was habe ich gesagt? 4-1-2-3. Genau das will ich spielen. Jetzt müssen wir natürlich hingehen. Müssen hier noch die Aufstellung beibehalten. Co-Trainer macht alles, er besetzt die Bank automatisch, dann sieht das ja schon mal gut aus mit den 82. Das ist aber noch nicht alles, was ich tun werde. Ihr werdet es gleich sehen. Wir gehen jetzt hier auf dauerhaft mit kleinen Pausen
Und hier werden wir auf Tag und Nacht gehen. Warum ich das mache, das seht ihr dann gleich. Hier gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Hier würde ich sagen, gehen wir auch nochmal ein bisschen zurück. Dribblings könnten wir auch ein bisschen zurückfahren. Wir werden auf alle Fälle offensiv spielen. Wir werden kontrollierte Offensive fahren gegen den Gegner auf alle Fälle. Wir werden etwas mehr über die Flügel kommen. Das habe ich jedenfalls mal vor. Sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, geht's auch gleich hier weiter. Und zwar, das ist etwas, was ich nie beachtet habe. Ja, das schon. Das ist auch normal. Hier das. Manndecker, ja. Wir werden einfach unsere Verteidiger manndecken lassen. Und zwar ihn hier und den Nuhu. Die beiden sollen die Zielspieler haben, nämlich die Offensiven, den Linksaußen, den Rechtsaußen und den Stürmer. Ich würde sagen, Hongyeon nimmt ihn hier. Dann nimmt er den Rechtsaußen und der Schwachpunkt ist eigentlich, hätte ich gesagt, er hier. Den werden wir attackieren. Warum, wieso, weshalb das so ist, das werdet ihr sehen, wenn ihr das Ergebnis seht. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich habe mir das mal angeschaut und ich gehe davon aus, das muss einfach klappen. Es kann nur klappen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ins Spiel und schauen, was passiert. 10 Minuten rum, erstmal gar nichts passiert. 20 Minuten rum, gelbe Karte. So. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze konzentriert an. Das macht Sinn. Gelbe Karte für Luka Huber. Ist ja schon mal 0-0. 0-0 ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir könnten jetzt auf Angriffsfußball mit kurzen Pässen wechseln. Das werden wir jetzt auch mal tun. Extra Motivation werde ich Ihnen nicht geben. Dann schauen wir mal. Freistoß, Rafidin Abdullah. Der geht ins Abseits. Auch gut. So, Ecke durch Bartosz Kapuska getreten. Kommt direkt mittig. Kamberi und der zieht einfach mal in die Wolken. Ja, und Samir Efendic darf auch mal M-Bombe. Abdullah. Tja, und dann ist das Ding drin. Wir gehen auf sehr offensiv. Ja, und ich dachte, es klappt. Naja, vielleicht wird es noch klappen. Ich bin mir sogar sicher, dass es klappen wird. André Ribeiro mit dem 2 zu 1, was schon mal sehr gut ist. 70 Minuten rum, die nächste Ecke. Bartosz Kapuska tritt sie. Nuhu ist da. Nuhu gibt zurück auf Kimeno. Und der Ball geht an den Pfosten und jetzt kommt der Konter. Abdullah Lahoul. Da haben wir Glück gehabt. So, wichtig ist, dass sich niemand verletzt. Das will ich nicht. Ich will den hier. Ja, FC Stade Lausanne Ski ist noch gut dabei. Haben wir ein Glück. Wir haben gewechselt, was gut ist. Nu auf Serrano, Serrano, Vena, Vena, Kimeno, Dorda und ja, dann ist der Ball abgefangen und der Konter läuft. Leute, Leute, Leute. Haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Ricardo Mangas mit dem Freistoß für St. Gallen hoch hinein auf Maldonado und leider nein. Leider war das nix. So, wir haben noch ein paar Minuten. Da gehen wir volle Pulle, hätte ich gesagt. Aber seht ihr das? Da lässt er nicht mit sich machen, der Gute. Das heißt, wir verlieren 2 zu 1, aber ich glaube, dass diese Taktik uns weiterbringen könnte. Da bin ich mir sogar sowas von sicher. Wir sind Achter. Ja, 25 Punkte haben die, ja, 25, 28 und so weiter. Ja, wir kommen schon nach oben. Wir kommen nach oben. Es geht nicht alles so schnell. Vor allen Dingen stellen wir gerade das System komplett um. Deswegen kriegen wir schon hin. So, 480.000, den lehnen wir ab. Und dann geht es dann gegen Luzern und gegen Zürich.
84 ist das Präsidium. Das heißt, wir sollten langsam mal gewinnen. Wir kriegen ja noch ein paar neue Spieler, die kommen aber leider erst. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach. Aber ich denke, wir probieren es. Wir probieren es einfach genauso weiter. Wir müssen mit offensivem Fußball mehr erreichen. So, jetzt spielen wir keine Ecken in den Strafraum. Wir löschen die raus. Kannst halt nicht viel machen. Die Konditionen, ne? Naja. Lass uns doch mal das hier machen. Die Pässe können von mir aus bleiben. Das bleibt auch. Dann nehmen wir hier nochmal frei. Und hier auch nochmal auslaufen. Ob es klappt oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Ja, oder fast. Fast das Licht. Jeder spielt Diablo 2 Resurrection. Werde ich auch irgendwann tun. Aber ja, mal gucken, wie, wann, wo. Hier 1, 2, 3 bin ich zufrieden mit. 81, 84. Der Sturm von denen ist gleich 0. Ich sollte doch mal gucken, was da so geht. Und zwar spielen wir jetzt vorsichtig offensiv. Tag und Nacht. Ja, gehen wir auf dauerhaft mit kleinen Pausen auf beiden. Hier noch ein bisschen hoch. Einen auch. Die Dribblings könnte man noch ein bisschen anders machen. Ich gehe nochmal schnell zurück. Ich wollte noch was gucken. Ja. Ja. Eigentlich ist das hier der Schwachpunkt, oder? Der Mesa. Der Mesa, hätte ich gesagt, ist der Schwachpunkt. Ja, wir probieren es einfach mal so. Vorsichtig offensiv ist für mich in Ordnung. Das andere ist auch so in Ordnung. Luzern ist Fünfter. Na, hier hätte ich den Screen eh nochmal gehabt. Das passt. Wir sind von der Mannschaft her sowas von, aber wirklich sowas von besser. Aber ja. So, Hongyeon nun, das würde ich sagen, ist eigentlich so der Favorit. Ah, sollte auch passen, das sollte passen. Dann nehmen wir hier die beiden Stürmer ins Visier, das macht Sinn. Und die Schwachstelle ist der Mesa mit dem zentralen Mittelfeld. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. War schon mal gut, der erste Angriff. Bin zufrieden. Und da kommt auch schon der nächste. Und da ist das Ding drin. Lukas Görtler hat es gemacht. Julian Serrano. Wunderschön. 2:0. Zu Hause. Das ist gut. Das gefällt mir. Tja, der Co-Trainer wechselt dann gleich aus. 2:0 in Führung zu gehen ist schon mal gut. Vor allem brauchen wir das. Wir müssen jetzt was tun. Varol Tazar hat den Anschlusstreffer gemacht. 70 Minuten rum. Wir wechseln aus. Luzern greift nochmal an. Ich will ja eigentlich nicht, dass der Co-Trainer immer reinfuscht. Ich kann es aber nicht ändern. Zum Glück haben sie vorbeigeschossen und Watkowiak wäre eh da gewesen. So, nochmal eine Ecke. Friedeck. Da ist er Freideck. Ich würde es Friedeck sagen. Hoch über die Wolken. Und ich würde sagen, wir gewinnen das Ding 2:1. Die ersten drei Punkte seit langem mal wieder. Ja, könnte sein, dass das System funktioniert. Aber das sehen wir erst, wenn wir noch ein bisschen länger spielen. 21 Punkte haben wir schon mal. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, der Part ist schon mal getan. Die Kondition ist auf 75, die Frische auf 82. Kriegen wir auch wieder hoch, bin ich mir sicher. Jetzt geht es dann gegen Zürich. Wem haben wir hier? Maldonado, unseren Innenverteidiger. Ballgewinne auf alle Fälle. Dann haben wir Enes Kütç, der ist offensiver Mittelfeldspieler. Da würde ich sagen, gehen wir auf Kopfball oder allein gegen Torwart brauchen wir erstmal nicht.
Kreativität hätte ich Ihnen noch gewünscht und Schusstechnik, aber wir gehen erstmal hier hin. Nein, ich will keinen Aktionspunkt. Ich will weiter gegen den FC Zürich auswärts. Wahrscheinlich im letzten Grund. Aber erstmal Yadigare Demir mit seinem zweiten Bronzepunkt, seinem zweiten Stern. Und dann geht's auch schon los. Im letzten Grund sind wir. Co-Trainer besetzt die Bank. So, 88, 79. Ja, mit 79 kann man auch zufrieden sein eigentlich, ne? Kann man, muss man aber nicht. Alles, was Rang und Namen hat, sitzt auf der Bank. Naja, auch okay. Die haben auch schon gespielt. Das heißt, sie müssen sich auch mal ausruhen. So, jetzt gehen wir auf vorsichtig defensiv. Werden wieder auf unseren wohlgesagten... Na, wir gehen auf... Na komm. Vorsichtig defensiv, das passt schon. Das alles kann man erstmal so lassen. Hier vielleicht noch einen hoch. Hier müssen wir nachher noch mal ein bisschen trainieren. Kriegen wir aber auch hin. Die Abseitsfalle könnte ich eigentlich auf 0 machen. Da ich sie nicht will. Einen vielleicht. Ja, einen ist okay. Das sieht gut aus. Das andere bleibt. So, wo hat denn hier Zürich seine Schwachstellen? Auf alle Fälle würde ich sagen, ist es der Daniel Didavi. Und im Sturm Khelifi und Sadi. Dann machen wir das doch mal. Erstmal wieder Geld in die Hand genommen. So, Khelifi und Sadi. Und wir nehmen als Schwachstelle, was haben wir gesagt? Die Davi. Genauso würde ich sagen, machen wir das. So, wenn ich das hier mache, passiert irgendwas? Nö. Dann ist auch gut so. Ich meine, das hat der Co-Trainer eh gemacht. Und dann schauen wir mal, was gegen Zürich geht. Ist ja gar nicht mal mehr so lange die Saison. Schön, hätte ich gesagt. Gelbe Karte, Bese Omaradic. 30 Minuten rum, gelbe Karte, Salim Khelifi. Erste Halbzeit 0:0 auswärts, bin ich zufrieden. Und weiter geht's. 60 Minuten rum, alles wechselt, wir eben auch. Ja, seht ihr das? Das nervt mich so dermaßen. Das nervt mich so dermaßen. Und ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Ich weiß es nicht. Sollen wir auf offensiv gehen oder sollen wir weiter vorsichtig defensiv oder neutral spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und er ändert es immer. Er endet es. Ah, ich sag nichts dazu. Ich würde gerne. Ich würde gerne. So, komm. Ein Tor. Kapuska. Görtler. Görtler auf. Kamberi. Oh, knapp vorbei. Knapp vorbei. Das wäre es gewesen. Aber immerhin haben wir so einen Punkt mit nach Hause genommen. Können wir doch mal zufrieden sein. Das heißt, seit zwei Spielen nicht verloren, 22 Punkte. Das heißt, es sind noch 9 Punkte, die wir aufholen müssen, um auf den 7. Platz zu kommen. Ja, wir müssen alles gewinnen. Sonst haben wir da nicht viel Chancen. Luca Huber, unser rechter Außenverteidiger. Ausdauer oder Dribbling? Ich würde auf Dribbling gehen. Dribbling scheint gut zu sein. So, Gürka Özdemir, Lukas Beger oder Ricardo Alves. Ja, gemacht hat Lukas Beger. Der war es auch schon öfter, ne? Wäre mal schön, wenn es einer von meinen Leuten wäre, aber dann müsste ich die öfter spielen lassen. Erst dann ist das Ganze möglich. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier das Pressing an. Dann logischerweise werden wir wieder
Seht ihr das? Es ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Eine Weiterbildung mit reinhauen. Wir haben ja jetzt irgendwie nicht wirklich was vor. Ja, was soll ich sagen? Keiner verletzt, das ist schon mal gut. Spieler haben ewig lange Verträge. Aber das ist alles erstmal egal. So. Aha. Würdest du das tun? Dann machen wir das doch. Können wir gerne tun. So, wir werden hier wieder. Ja, machen wir eine aktive Erholung. Nein, wir machen Auslaufen, Ausdauerlauf. Genau. Und hier machen wir dann The Mid und aktive Erholung. Die Leute auch mal am Sonntag ein bisschen mehr Zeit für sich haben. In 23 Tagen findet die erste Pokalrunde statt. Werden wir ein Freundschaftsspiel machen? Nein, werden wir nicht. Will ich nicht. Möchte ich nicht. Nein, danke. Ja, ich arbeite hart und kriege wieder einen Managerpunkt. Ich bin schon auf Level 6. Ja, es ist so graus, so schaut es aus. Die ersten Saisons waren eigentlich immer mega gut und dann auf einmal bam, abgestürzt und da hängen wir nun. Aber gut, es liegt auch an den Verkäufen, die ich getätigt habe. Jetzt am, wann war es? Ich glaube, in der zweiten Oktoberwoche kommt die Beta von Anstoß 22. Ich bin mal gespannt, ob ich als, ja, wie nennt man das, Viererkette-Sponsor daran teilhaben darf. Ich bin gespannt und ja, ich würde mich freuen. Martina Gonzalez, 21 Jahre alt, 6,4 zentrales Mittelfeld. Tja, was soll man da sagen? Was sollen wir da sagen? Ist ein besonderes Angebot, besonders hoch, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir brauchen aber nicht unbedingt einen zentralen Mittelfeldspieler. Deswegen lehnen wir das Ganze ab. Obwohl es mich in den Fingern gejuckt hätte, aber nein, lieber nicht. So, glaubt ihr, dass wir noch auf Platz 6 kommen? Wir werden es sehen. Pyramids FC hätte mich gerne. Nein, will ich nicht. Da sieht alles gut aus. Das heißt, da passiert bald noch was. VfL Wolfsburg. Okay. Oh, schon sind wir bei 84 Konditionen, 86 Frische. Finde ich gut. Diese Woche finden wieder keine Spiele statt. Auch das ist in Ordnung. Könnt ihr mal trainingsfrei eingeben. Speziell, ne, wir machen individuelle Fähigkeiten, damit den Spieler nicht zu langweilig wird. Natürlich wieder unsere Weiterbildung. Und schauen wir mal, ob dann irgendwann dann mal was geht. So, jetzt lasse ich es so, wie es ist. Damit die Spieler auch mal ein bisschen Abwechslung im Trainingsplan haben. Tja, wie viele Spieltage sind es noch? Nicht mehr allzu viele. Tja, der kann nicht mehr viel machen. Deswegen nehmen wir genau das hier. Unser Torwart darf auf Elfmeter trainieren. Auch eine gute Sache. Noch 2 Wochen bis zur ersten Pokalrunde. Dolan Mouchelin, der kann irgendwie auch nichts, ne? Aber Antritt, ja, nehmen wir doch den Antritt mit. Und irgendwann schauen wir nochmal nach unseren Jugendspielern. Vielleicht kann ich das erste Pokalspiel noch mitnehmen. Wäre sicherlich nicht schlecht. So, sofortiger Transfer von Joshua Brewster zu Man City perfekt. 50 Millionen Franken Ablöse. Kann ich irgendeinen verkaufen, der 50 Millionen bringt? Nein, wahrscheinlich nicht. So, Standard Lüttich. Das wäre ja mal ein Angebot, wo ich sagen würde, das klingt interessant, aber nein, machen wir nicht. Ja, hier könnte auch mal was passieren. Tut's auch bald. Bentici, dritter Bronzestern. Sehr schön. Linksaußenverteidiger. Es kommt so langsam.
So, diese Woche finden schon wieder keine Spiele statt. Das heißt, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Regeneration. Verletzt hat sich auch keiner. Alles top. Tja, Winterthur ist auch unbedingt jemand, den ich ja gern habe. Das kann so bleiben. Dass wir mal alles ein bisschen hochleveln hier und die Spieler ein bisschen fitter werden und auch die Kondition passt. Bin mir sicher, es geht was. Ich bin mir sowas von sicher, dass da was geht und dass wir nach oben kommen. Ist so. Es muss so sein. Es kann nur so sein. Ja, der FK Kairat Almaty hätte gern Hong Yeon-un und der würde sogar 1,3 Millionen zahlen. Marktwert ist 1,2 Millionen. Aber mit 8,1, ich würde sagen, ich vereinbare meinen Termin, aber ich werde ihn nicht verkaufen, weil ich möchte ihn gern selber behalten. Aber ja, hat man auch schon öfter einfach mal Termin vereinbart und geguckt. Dann geht man mal hoch auf 1,6, 20%, verhandelt ein bisschen und dann sagen die schon nein. Dann ist alles gut und der Spieler ist auch nicht ganz so unhappy. So, es sind noch 4 Tage bis zum Spiel gegen Winterthur. Verwaltungsfachkräfte, weil seine Abteilung sowas von nicht ausgelastet ist, das ist auch okay, dann kündigt man halt, das passt schon. Kann ich sogar verstehen. So, wir haben 100% Frische, 96% Kondition. Die Condition passt, haben natürlich wieder 2 Spiele und spielen gegen den ersten, gegen den FC Lugano. Platz 1. So, Hong Yeon-un darf. Würde ich mal sagen, passt. Ja. Sieht ja alles noch ganz gut aus. So, diesmal mache ich es am Abend vor dem Sport. Bald kommen unsere neuen Spieler. Bald ist es soweit. So, hier machen wir dann mal frei. Da haben wir dann die aktive Erholung drin. Boah, sollen wir da freigeben? Nein, machen wir nicht. Wir werden hier nochmal das, was werden wir da machen? Auslaufen reinmachen. Ja. Machen wir hier auch nochmal raus, dass die noch ein bisschen Freizeit haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir im Schweizer Cup über Runde 1 hinauskommen. Schön wär's. Wenn nicht, ja, dann geht's halt nicht, aber wir werden unser Bestes versuchen. Das bleibt alles, wie es ist. 79, 75, das wird gar nicht mal so eng, hätte ich gesagt. So, jetzt darf der Yusuf Chen mal wieder ran. Da wir zu Hause spielen, spielen wir vorsichtig offensiv. Ballbesitz, Fußball, dauerhaft mit kleinen Pausen, das passt. Hier nochmal eins zurück. 27. Ja, schwierig. 17, 17, 18, 23, 25, das lassen wir so. So. 6, 9, 7, 9, das heißt, die beiden würde ich sogar präferieren. Ja, oder eventuell Alves, Büs und Mekara. Bester Spieler ist der Büs. Okay, dann werden wir hier den Büs einsetzen. Mekara und Alves. Es gibt logischerweise wieder Geld. Und ab die Post. Ecke durch Antonio getreten. Da ist der Ball Serrano. Hat er den rausgefischt? Gabriel Isik mit der gelben Karte. Gelb-rot für Gabriel Isik. Das heißt, wir können jetzt auf Offensiv gehen. Und dann kommt Winterthur. Es ist eigentlich, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt kommen aber wir dran.
Muschla dribbelt sich nach vorne, spielt ab auf Babic, Babic und Kapuska drin das Ding. Geht doch. Winterthur gibt aber nicht auf. Tja, und Samir Ramizi macht das 1 zu 1. Bleibt nicht dabei, sage ich euch gleich. Das bleibt nicht dabei. Spiegel und Konter Winterthur. Also wir können nicht so schlecht sein, dass wir gegen 10 Winterthurer nachher verlieren. Das geht nicht. Das ist. Da kannst du das Spiel gleich aufhören und sagen, es ist Cheat. So, Musa Nuhu, Freistoß. Hoher Ball, da steht Serrano. Serrano, Julien Serrano macht es. 2 zu 1 für St. Gallen. Musa Nuhu nochmal mit dem Freistoß. Diesmal auf Hong Yeon-un. Ja, leider verzogen. Daneben. Michael Concalves mit der gelben Karte. Sieht gut aus für uns. Sieht sogar sehr gut aus für uns. Genauso spielen wir weiter. Serrano. Hong Yeon-un. Antonio, da steht Babic, Babic auf Muschla, Muschla macht das Ding, Ulan, Muschla, 3 zu 1. Bartosz Kapuska mit der gelben Karte. Noch eine gelbe Karte, Julien Serrano. Und Winterthur greift an. Wir gehen das Spiel konzentriert an, bleiben aber offensiv. Ronaldinho Johnson mit der gelben. Wir greifen an. Serrano. Antonio. Babic. Vorbei. Remo Arnold. Ja, da geht's hart zu. Innocent Emegara. Und nochmal wir mit einem Freistoß. Musanu tritt ihn. Hat's einfach mal direkt versucht. Leider nein. Anas Mahamit. Johnson. Arnold. Der geht vorbei, das habe ich von hinten schon gesehen. So, nochmal Winterthur. Ich denke mal, das wird es gewesen sein. Johnson. Auf Pepsi. Pulnek. Und da ist Chen. Sehr schön. 3-1 gewonnen, das erste Pokalspiel. Das stimmt mich fröhlich und ich würde sagen, hey, wenn es so weitergeht, warum nicht? Vielleicht wären wir ja nicht Erster in der Liga, vielleicht wären wir ja Pokalsieger. Das würde mir auch schon reichen. Es wäre immerhin ein Anfang. Das wäre es wirklich. So, gegen wem spielen wir denn als nächstes? Der FC Luzern spielt gegen Neuchâtel Xamax FCS. Dann der FC Sion spielt gegen Basel. Sehr schön, die sind auch schon mal weg. Thun würde ich nehmen und ich würde auch Lugano nehmen. Lugano spielt gegen, auch wenn sie Erster sind, ist mir wurscht, den FC Thun und dann spielen wir gegen den FC Zürich. Gut, dann können wir ja ein schönes Spiel erwarten, ein schönes, sehr schönes Spiel sogar. Da freue ich mich drauf, das wird lustig. St. Gallen gegen Zürich in der nächsten Runde. Tja, bei Kapuschka geht noch einer, dann nehmen wir den natürlich mit. Florian Kambiri und Boris Babic haben sich mit Co-Trainer Umberto Romano heute Morgen zu einer ja, Extraschicht getroffen und an ihrer Kraftausdauer gearbeitet. Finde ich gut. Und Isaac Dübfig ist leider erkrankt. Diagnose lautet, und dann war es schon vorbei. Naja. 82-84, der erste gegen den achten. Wichtiges, sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber wir werden vorsichtig offensiv bleiben. Ballbesitz, Fußball, dauerhaft mit kleinen Pausen. Passt für mich alles. Auch das passt. Ja, ein Dribbling. Ich lasse alles mal so, wie es ist. Hat für mich gut ausgesehen. Und dann schauen wir uns doch mal an, auf wen wir hier aufpassen müssen. Eigentlich auf der Holländer und auf Rikowski und Jakubesch ist der beste Spieler. Oh, ist das so? Hm.
Wenn das so ist, dann ist das so. Dann werden wir mal Hong Yeon Un auf Holländer ansetzen. Trikowski. Und dann nehmen wir. Ist halt jetzt die Frage, ne? Kann ja schlecht auf den Torwart ansetzen. Es ist der beste Spieler. Ich glaube Holländer. Ja, wir nehmen Holländer. Es gibt nochmal Geld gegen den Ersten. Das sollten wir packen. So, auf geht's. Hopp, St. Gallen. Zeigt, was ihr drauf habt. Ihr könnt Fußball spielen, ich weiß es. Und im Kibun Park sowieso. Julien Serrano, leicht nervös, im Abseits gestanden. Und da greift auch schon der FC Lugano an. Über einen Standard. Da steht Williams. Williams auf. Ja, Josef Quida, der macht das 1:0. Gut, die sind Erster. Muss aber nichts heißen. Zweite Chance. Zweites Tor. So, wie wäre es, wenn wir auch mal dürfen? Wir spielen zu Hause, Leute. Wir spielen zu Hause. Zeigt dir mal, wo der Hammer hängt. Lugano greift nochmal an. Ja, jede Chance ein Treffer, das wäre nicht gut. Ja, genauso sieht es aber aus. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance gegen den Ersten. Schade aber auch. Und Lugano kommt nochmal. Das ist eine Klatsche, würde ich sagen. Da wird das Präsidium nicht begeistert sein. So, jetzt komm, wenigstens noch ein Tor. Das wäre so schön. Hong Yeon-un läuft nach vorne. Hätte auch drin sein können. War er aber nicht. So, 3:0 verloren gegen den Tabellenersten. 10 Punkte Abstand zum 7. Mann, Mann, Mann. Aber ja, ich vertraue auf die Jungs. Es wird schon was passieren. Es wird was passieren. Ich spiele die ganze Zeit weiter. Es sind schon 37 Minuten rum. Tja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss für dieses Let's Play. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.